Das 1:2 des 1. FC Magdeburg in London gegen Arsenal ist natürlich ein glänzendes Auswärtsresultat. Denn rein rechnerisch würde den Magdeburgern in 14 Tagen bereits ein 1:0 Heimsieg genügen, um weiterzukommen. Aber man muss wissen, der FC Arsenal hat gegenwärtig eine bessere Auswärtsbilanz als Heimbilanz. Er hat auswärts in der englischen ersten Division schon 3 Spiele gewonnen und er hat auch in der ersten Runde des Europapokals gegen Fenerbahce Istanbul zu Hause 2:0 gewonnen und in der Türkei mühelos ein 0:0 erreicht. Ich will damit sagen, das Rückspiel wird für die Magdeburger auch auf eigenem Platz keineswegs leichter als der Erstauftritt im berühmten Highbury-Stadion von London.